ich begrüße euch. Guten Tag. Hallo, was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück in der FIFA 19 Karriere auf der Siegerstraße mit dem SV Werder Bremen. Und heute geht's also gegen den, ja, Mitkonkurrenten um die Meisterschaft, Fragezeichen. Es geht gegen Bayer Leverkusen. Die Bayern haben gepatzt. Die Bayern haben tatsächlich gepatzt. Sie haben nämlich gegen Leverkusen verloren mit 1:0 am letzten Spieltag. Werder Bremen, ja, sichert sich damit umso wichtigere Punkte gegen die TSG aus Sinsheim. Und damit, kann Werder, wenn sie heute gewinnen, natürlich einen ganz, ganz großen Schritt gehen. Also Herbstmeisterschaft ist ja schon sicher, aber auch für die tatsächliche Meisterschaft, das heißt, wenn wir Herbst mal einklammern und wegstreichen und ich habe keine Ahnung, wie Mathematik funktioniert, mal so ganz nebenbei. Wenn wir einfach mal Herbst streichen, ja, dann bleibt da nur diese Meisterschaft. Und so langsam, aber sicher müssen wir vielleicht mal anfangen, darüber zu reden. Ist die Meisterschaft ein realistisches Ziel? Ja oder nein? Wenn wir sehen, was André Silva macht, der ist sowieso nicht realistisch, der ist von einem ganz anderen Planeten. 16 Spiele, 19 Tore. Unnormal der Typ. Unnormal der Typ. Wir gehen rein ins Spiel gegen Bayer Leverkusen. Und werden uns jetzt mal anschauen, was sich hier ergibt. Ich finde, Kainz sollten wir belohnen, der darf von Anfang an spielen. Barco geht mal auf die andere Seite. Und wir lassen... Wir lassen Langkamp mal spielen. Für Konaté. So. Also mit geringfügigerer Rotation geht Bremen in dieses Spiel gegen Bayer Leverkusen. Wir haben die Breite im Kader, also wir können uns das erlauben. Boah, André Silva. Monster. So, also. Ja, der zweite Schuss war nicht so Monster, ich weiß. Aber hier in dem Spiel wird er bestimmt wieder einiges vorhaben. Da bin ich mir sicher. Ist eigentlich das Top-Spiel des Spieltages. Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen. Das letzte Spiel vor der Winterpause. Auch hier im Weserstadion wird der Fußball dann erstmal für ein paar Wochen die Luft anhalten, Weihnachten genießen. Und tabellarisch, ja, ist es ein Top-Duell. Auch wenn da 11 Punkte dazwischen liegen. Das letzte Mal, als Werder Bremen, also an eine Situation, an die ich mich erinnern kann, die in den Tabellendritten gespielt hat, das war gegen Stuttgart. Und da, da hat es Spaß geregnet, aber nur für Grün-Weiß. Und für Stuttgart hat es damals nur geklatscht, aber kein Beifall. Also, wie präsentiert sich Bayer Leverkusen heute? Radetzky im Kasten. Das ist eigentlich klar davor. Philippe, Luis, Jonathan Tah, Bender und Ristovski. Ander Herrera und Arangis im Mittelfeld. Bailey, Havertz, Bellarabi. Und ganz vorne Kevin Volland. Das ist eine richtig gute Mannschaft. Das ist eine richtig gute Mannschaft, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also, ja, da steht wirklich Qualität auf dem Platz bei den Gästen. Er ist auch Qualität, mal ganz so nebenbei bemerkt. Boah, mir brennt hier gerade der Hintergrund ab, weil die Sonne reinscheint. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass hier ein bisschen Feuer ist, ne? So, in dem Sinne, rein geht's in die Partie Werder Bremen in Grün-Weiß von links nach rechts in der ersten Halbzeit. Bayer Leverkusen in Schwarz-Rot. Auch Rudi Völler bestimmt im Stadion.
Und das Spiel beginnt mit 11 Bremern, die direkt mal in der Hälfte von Leverkusen stehen. Also Werder lässt es hier hoch angehen. Panagiotis Retzos verliert den Ball. Für ihn natürlich ein besonderes Spiel. Er spielt gegen seinen Ex-Verein. Leon Bailey die Flanke. Und das ist das 1:0 für Leverkusen. Keine 4 Minuten gespielt und Karim Bellarabi bringt Bayer Leverkusen in Führung. Das war ein merkwürdiger Start. Bremen steht sehr hoch, Retzos verliert den Ball und der Konter, angeführt durch Leon Bailey, führt zum Gegentor. Nach Hoffenheim, also das zweite Spiel in Folge für Bremen, in dem sie in Rückstand geraten. Ein Start, wie ihn Bremen sich ganz bestimmt nicht gewünscht hat. Wie sieht die Reaktion aus? Das wird jetzt wichtig sein. Bremen muss sich diese Leichtigkeit erspielen. Nur dann läuft es auch. Nächster Ballverlust. Wieder Tempo-Gegenstoß von Bayer Leverkusen. Foul in der Mitte von Gibbermann. Bellarabi, der Torschütze. Karim Bellarabi. Immer noch Karim Bellarabi. Keiner konnte ihn da gerade stoppen. Eggestein. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Und Leverkusen macht das bisher wirklich gut. Körperbetont. Wohl aber noch im Rahmen. Und Werder Bremen hat hier echt zu kämpfen. André Silva mit Florian Kainz. Maxi Eggestein! Den setzt er knapp über den Kasten. Erstes offensives Lebenszeichen von Werder. Durch die Beine von Tah, übers Dach von Radetzky. Und Werder Bremen steht wirklich vor einer Aufgabe. Leon Bailey. Boah, wird da von Veljkovic, noch bevor er den Ball erreichen kann, mal vorsichtshalber der Schwerkraft unterzogen. Und Veljkovic stellt ihm dann Bein. Volland. Kein schlechter Freistoß. Gibbermann, den bekommt er noch. Davy Klaassen, andere Seite, Florian Kainz. Ball bleibt bei Bremen. Vorerst. Ja, das machen sie jetzt gut. Klaassen mit André Silva. Florian Kainz, aber der wird resolut gestoppt von Ristovski. Leverkusen macht ja wirklich ein richtig gutes Spiel bisher. Kevin Volland gegen Sebastian Langkamp. Die Flanke ist nicht gut genug. So, und in diesen Momenten jetzt, da muss Bremen seine Stärken ausspielen. Silva, Klaassen und Ezekiel Barco. Der bringt den Ball nach hinten. Da ist Eggestein und in der Mitte ist es dann ein Eigentor. Werder Bremen gleicht aus, wenn auch ein wenig glücklich. Wir haben ein Fußballspiel. Ezekiel Barco schön freigespielt mit der scharfen Hereingabe. Und dann ist es hinten Eggestein, der den Ball scharf in die Mitte bringt. Und dann ist es Ristovski mit dem Eigentor
Ja, will eigentlich verhindern, dass, ich glaube, André Silva in der Mitte war es, da noch rankommt, aber so schenkt er den seinem Keeper selbst ein. Also 1:1. Nichtsdestotrotz, das ist das erste Mal seit langem, dass Bremen hier wirklich was zu tun hat. Klaasen mit Kainz. Eggestein, Klaasen, der geht zu Boden, es gibt den Elfmeter. Und Leverkusen verspielt innerhalb weniger Minuten einen bärenstarken Auftritt. Jonathan Tah. Ja, und das ist ein Elfmeter, also da gibt es ja gar nichts zu beanstanden. So, André Silva. Gegen Radetzky. Und das war frech. Das war frech. Silva will ihn in die Mitte chippen. Radetzky bleibt stehen. Bremen vergibt den Elfmeter. Und Leverkusen somit weiter im Spiel. Arangis, Bailey. Fehlpass. Konterchance Werder mit Klaasen. Silva. Ja, kein guter Pass auf Kainz. Christowski setzt sich durch. Ja, langer Marsch, den er sich da vorgenommen hat, aber er kommt durch gegen Augustinsson und bringt die Flanke. Die bringt aber erstmal nichts ein. Das war jetzt gut gemacht. Silva macht den Ball richtig gut fest. Aber Werder kann nichts draus machen. Auch Veljkovic hat sich da mal mit nach vorne bewegt. Fehlt jetzt natürlich hinten. Wichtig, dass Bremen diesen Ball jetzt nicht verliert. Das ist ein richtig gutes Fußballspiel. Kainz gegen Tah. Immer noch Kainz. Ach, aber Tah lässt nicht nach. Er wird heilfroh sein, dass der Ball da nicht rein ist. Beim Elfmeter. Kainz auf Silva. Nee, Klaasen mit dem Kopfball. Und Radetzky in höchster Not. Großchance für Werder kurz vor der Halbzeit. Klaasen, nein, zu unpräzise. Nochmal André Silva. Das haben wir schon oft gesehen in der Saison von ihm, dass er auch aus der Position wirklich gefährlich ist. Auch in der zweiten Reihe fühlt er sich wohl. Augustinsson, schneller als Bellarabi, glücklicherweise. So, Jibama, ja. Freistoß Leverkusen. 3 Minuten Nachschlag, Hälfte schon rum. Und Pavlenka ist auf dem Posten. Und mit diesem 1:1 geht es also in die Halbzeit. Werder Bremen muss hart arbeiten. Und Leverkusen, ja, die bringen sich beinahe um die eigene Arbeit, aber erstmal steht nach 45 Minuten ein guter Auftritt der Gäste aus Leverkusen. Die Werder vor viele Aufgaben stellen. Können also gespannt sein im zweiten Durchgang, wer denn dann letzten Endes bereit ist, mehr zu investieren. Jetzt gehen wir aber erstmal in die Halbzeit und überlegen, ob wir wechseln. Nee, sehe ich aber nicht. Wir lassen das mal so und machen weiter. Also, wer will mehr? Das ist die Frage dieser zweiten Halbzeit. Leon Bailey, ist der gut und ist der wendig? Und Augustinsson im Kopfballduell. Nicht gut genug. Und es ist wie in der ersten Halbzeit. Es ging sogar ein bisschen schneller. Es ist auch wieder Karim Bellarabi. Leverkusen führt mit 2:1. 2 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte.
Leon Bailey macht das super gut. Kann von drei Leuten nicht gestoppt werden. Und dann Augustinsson im Kopfballduell gegen Bellarabi sieht nicht gut aus. Auch Pavlenka, ja, kann er nicht so viel machen. Und so steht's auf einmal wieder 2-1. So kann es also gehen. Leverkusen führt wieder mit einem Tor. Und sie spielen es auch stark. Bailey und Philippe Luis, der gegen Miloš Veljković den Ball verliert. Nichtsdestotrotz, was Leverkusen hier macht, das hat Hand und Fuß. Bellarabi. Und hinten wartet Leon Bailey und Pavlenka. Die Hand des Nordgottes. Jiří Pavlenka. Was ein Reflex. Was ein Reflex. Er kann er selber nicht glauben. Unfassbar. Jiří Pavlenka. Du Monster. Also, in diesem zweiten Durchgang, es läuft wie in der ersten Halbzeit. Bremen muss sich wieder die Leichtigkeit erspielen. André Silva. Ja, und dann wären es doch ein paar zu viele. Ja, geht zu Boden, aber natürlich kein Foul. Klaasen und Retzos. Barco. Mit André Silva Außenpfosten. Er kommt noch an den Ball. Haar um Haaresbreite. Also, Glück für Leverkusen. Torschütze Bellarabi geht raus. Für ihn kommt 20 Millionen Mann Paulinho. Ja, auch wir müssen jetzt was machen. Also, und mal Osako für Klaasen würde ich vorschlagen. Also Doppelwechsel bei Werder. Es ist ein Spiel schon trotzdem auf Augenhöhe. Aber es ist halt wirklich ein Fight. Das ist das, was den Bremern in den letzten Wochen kaum geboten wurde. Das machen die Leverkusener. Spielerisch haben sie ganz einfach das Material. Und auch von der Mentalität ist das heute richtig gut bei den Gästen. Eggestein, sieht man selten solche Pässe von ihm. Werder geht aber direkt wieder drauf und Leverkusen überspielt die Kette. Und wieder Bailey. Der ist ein Wirbelwind und bereichert damit die Offensive von Leverkusen so enorm. Verlässt jetzt aber den Platz. Das kann ich eigentlich nicht verstehen, warum jetzt Leon Bailey vom Feld geht. Milot Rashica. Schibamos, Silva, Florian Kainz und Radetzky. Und auch dritter Wechsel jetzt bei Leverkusen. Lucas Alario kommt. Für Kevin Volland. Boah, Silva. Versucht er wieder Zirkus zu veranstalten. Aber Bremen jetzt mit besserem Pressing. Aber Leverkusen gelingt es, diese Pressinglinie der Bremer zu überspielen. Und damit haben sie ganz einfach Räume. Paulinho. Boah, und wieder Pavlenka. Reißt die Hand hoch. Auch Leverkusen lässt hier nicht locker. Das 2-1 reicht nicht. Außennetz. Aber Pavlenka auch da wieder dran. Texman schaut sich das von außen an. Paulinho treibt den Ball. Aber schwacher Abschluss.
So, Osako. Und jetzt überspielen auch die Bremer mal die Ketten. Eggestein. Maxi Eggestein geht zu Boden, aber der Abschluss fand schon statt. Vielleicht das der Grund, warum der Schiedsrichter hier nicht auf Elfmeter entscheidet. Aber ansonsten, boah, strittige Szene. Strittige Szene. Im Gegenzug der Konter. Leverkusen mit Pedraza, aber Pavlenka ist da. Was ein Fußballspiel. Wird dem Namen Topspiel gerecht. So, und Bremen muss noch offensiver werden. Und für Leverkusen geht das im Mittelfeld zu einfach. Havertz. Und wieder Pavlenka. Denn den letzten Minuten zum Schlüsselspieler wird bei Werder. Und wieder der Bremer Schlussmann. Jetzt lässt aber Leverkusen auch einiges an Holz liegen. So, und jetzt braucht Bremen Befreiung. Augustinsson, Jebama, André Silva. Nee, das ist nicht gut. Auch jetzt wieder Pressing der Bremer. Leverkusen muss das überspielen. Dann haben sie Räume. Nee, hier gelingt es ihnen jetzt mal nicht. Werder hat den Ball wieder. Osako. Kainz. Eggestein. Oh, und den will er nochmal in die Mitte legen zu Silva. 88. Minute. Reißt diese Serie der Bremer in der Liga. Immer gewonnen. Nimmt man die internationalen Spiele dazu. Heißt einfach unbesiegt. Da war man unentschieden dabei, aber es sieht so aus, als würde Bayer Leverkusen das heute einstellen. Kein Elfmeter. Kein Elfmeter. Aber Bremen lässt die Konterchance liegen. War's das? Nein, Spiel läuft immer noch. Aber das dürfte es gewesen sein. Bayer Leverkusen schlägt den SV Werder Bremen. Die Siegesserie von Grün-Weiß. Sie reißt und alles in allem muss man den Gästen aus Leverkusen einfach ein Kompliment aussprechen. Die haben das hier besser gemacht. Bremen defensiv und im Mittelfeld nicht den nötigen Zugriff gefunden. Offensiv mehr Mühe gehabt als zuletzt, sich die Chancen zu erarbeiten, die es gebraucht hätte. Und ja, zwei frühe Tore in den beiden Halbzeiten. Entscheidendes Spiel für Leverkusen. Bremen, ja, genau genommen an diesem Tag ohne eigenes Tor. Ristowski, ja, mit dem Eigentor. Hier sehen wir nochmal das 1:0 von Bellarabi. Auch das technisch ganz anspruchsvoll. Pavlenka zwischendurch mit monstermäßigen Paraden. Ah, das, boah. Das Ding ist. Ist immer noch nicht so wirklich zu fassen. Tja, aber letzten Endes sollte es heute nicht sein. Bremen bleibt Tabellenführer, Bayern verliert gegen Union Berlin. Der FC Bayern verliert gegen den tabellenletzten Union Berlin. Und damit muss man sagen, bricht der FC Bayern gerade ein bisschen zusammen. Und für Werder sind es trotz dieser Niederlage 7 Punkte Vorsprung. Herbstmeisterschaft war klar, aber dass das so läuft, hätte ich nicht gedacht. Und Union schlägt die Bayern, um punktgleich dann mit Augsburg jetzt dazustehen. Was eine verrückte Saison, was eine verrückte Saison. Und Bayer Leverkusen, die überholen die Bayern jetzt beinahe. Also da geht es auch um eine ganze Menge.
Naja, jetzt ist erstmal Winterpause in der nächsten Folge. Wir gucken mal. Ich glaube, es wird ein bisschen eingekauft und es wird das erste Spiel der Rückrunde geben gegen den VfB Stuttgart. Vielleicht gibt es auch eine lange Transferfolge. Wobei, ganz ehrlich, wir haben mit 15 Millionen jetzt nicht die Möglichkeit, unseren ganzen Kader umzuwerfen. Deswegen, schauen wir mal, was möglich ist. Ich glaube, es wird ja ein Transfer geben. Ihr entscheidet das, je nachdem, was euch lieb ist. Und dann schauen wir mal, wo wir uns verstärken. Wo wir uns vielleicht auch gar nicht verstärken, weil ihr sagt, wir sparen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir verlieren seit langem mal wieder ein Spiel. Aber Leverkusen auch einfach stark. Das muss man heute mal schlicht und ergreifend anerkennen. Machen wir. Und in dem Sinne würde ich sagen, werden wir kein Nationaltrainer von Chile. Ich bleib hier. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.